Hallo, hallo, Kochen mit Andrea. Ich mache heute Nutella-Plätzchen, super schnell. Und das Rezept ist auch ganz einfach. Und ich denke, das ist für die Weihnachtszeit was. Und wir legen auch gleich los. 180 Gramm Nutella habe ich hier schon abgewogen. Und jetzt im Mixtop. So, und ein Ei habe ich hier auch schon. So, und jetzt kommt Mehl, 150 Gramm. So. Und ein Teelöffel Backpulver. So, und das Ganze jetzt 50 Sekunden auf Stufe 7. Jetzt ist fertig, ich zeige es euch. Mache das nochmal mit dem Spatel. Gut. Guckt, so sieht's aus. Ich habe mein Backblech schon vorbereitet. Und ihr sollt da dann jetzt walnussgroße Kugeln formen und aus Backblech setzen. Mal gucken, ich habe meine Form wieder. Mal gucken, ob das damit geht. Ja, und dann die Kekse nur 10 Minuten backen, nicht länger, weil die sonst zu hart werden, die Kekse. So, ich werde das jetzt für das ganze Blech machen und wenn sie fertig gebacken sind, dann zeige ich es euch. So, guck mal, so sehen die fertigen Plätzchen aus. Habe ich schon rausgeholt. Hier habe ich auch schon welche reingetan und mit Puderzucker bestäubt. Wer mag, kann auch eine Schokoglasur noch drüber tun. Aber ich habe es jetzt so gemacht. Probiert habe ich auch schon ein. Schmeckt wirklich, so sehen sie aus. Schmeckt wirklich super lecker. Wie gesagt, schnell gemacht. Aber wirklich nur 10 Minuten drin lassen, weil sonst werden die wirklich knüppelhart. Ne? Wie gesagt. Und vielleicht ist das eine Anregung für euch noch so zu Weihnachten mit, jetzt vor der Weihnachtszeit. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann wäre es schön, ein Däumchen mal nach oben und ein kostenloses Abo wäre auch toll. Und dann denke ich und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wieder hören. Und da möchte ich eine Weihnachtscreme machen zum Brotaufstrich. Spekulatiuscreme, mal gucken.
Und dann habt noch einen schönen Tag. Passt gut auf euch auf. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Andrea. Ciao.